Ach ja, da sind wir wieder in Minecraft. Yay. Und es schüttet immer noch wie aus Eimern. Und ja, was gibt es sonst noch zu berichten, außer dass es wie aus Eimern schüttet. Wir warten jetzt kurz noch, bis das hier alles fertig gekocht ist. Und dann gehen wir Stripmine, weil ich hatte ja am Ende der letzten Aufnahme, die jetzt noch nicht gelaufen ist, gefragt, was ich denn als nächstes tun soll. Da mir dieser Tatbestand auch bekannt ist und so. Also die Sache ist halt, ich sollte jetzt eine Frage stellen, die ihr mir beantworten könnt, damit ich dann so mit dem Folgenverzug und so weiter... ist das ein Scheißwetter? Ja, dass ich dann die Frage auch beantwortet bekomme in zeitnah. Wäre so die Idee. Und, ja, da das so die Idee ist, denke ich mal, die Idee ist gut. Und, werde mir entsprechend der Idee, ja, dann auch aussuchen, was ich als nächstes tue, beziehungsweise dem folgen, was ihr mir sagt, was ich tun sollen könnte, würde. Ne? So. So grob die Geschichte. Ich verspreche auch, ich werde mich nicht wieder verlaufen. Ich werde nicht mehr so und so. Ne? Also das werde ich alles nicht tun. Dass wir das auch schon mal geklärt haben. Das habe ich gelogen, aber... Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, also ich will halt, oh, ja, gut. Ich will halt Stripmine, das war so der grobe Plan, aber ich wollte jetzt noch warten, bis das fertig gekocht ist, genau. Und, Strings. Ich packe jetzt einfach nur Zeug von A nach B, glaube ich. Erstmal nicht. Das könnte ich anbauen eigentlich. Warte mal, dann machen wir das erstmal. Wir brauchen ja mehr von dem Zeug. Also, Zeug ist in diesem Fall Papyrus oder Zuckerrohr. Und da das hier mit dem... Eigentlich ist Tag, ne? Wenn einfach nur Scheißwetter ist. So. Dann haben wir hier mal ordentlich den Strand beiseite und dann können wir auch Glas machen. Obwohl Glas brauchen wir eigentlich primär zum Bauen oder für Tränke. Und für Tränke brauchen wir erstmal Nether-Warzen. Und der Nether ist noch in weiter Ferne, würde ich mal behaupten wollen. Deswegen, ja. Schauen wir mal, was wir tun können. Schön. Dann kann das da wachsen und gedeihen. Und vielleicht baue ich doch ein bisschen was. Minecraft ohne Bauen wäre ja nun auch nur der halbe Spaß, ne? Ja. War noch nicht fertig. Hm, so, dann habe ich das. Ach, wisst ihr was? Die paar Dinger hier können auch alleine brutzeln. Wir gehen erstmal wieder runter in die Mine. Und dann gucken wir weiter. Nur, dass ich den Weg wieder nicht zurückfinden werde. Das ist halt das, was ein bisschen doof ist. So. Nee. Sollten das reinpfeifen. Das wird besser. So. Hier ist der Raum. Und da ist die Fackel und da ist das... Ah, okay. Und hier geht's einfach nur raus. Und ich bin einfach nur da nicht reingelaufen.
Nee. Jetzt sind noch weiter runter. Ich bin einfach nur da nicht reingelaufen. Ich bin eben gerade hier angekommen, aber... habe mich schon wieder total verfranst. Ist das nicht herrlich? Wieso sehe ich denn diesen Ausgang verdammt nochmal nicht mehr? Ich komme schon höher. Und höher. So, ich muss doch von hier gekommen sein. Verdammte Axt. Ist das jetzt einfach nur, weil hier sich der Creeper in die Luft sprengte irgendwann mal? Und deswegen erkenne ich... ja. Deswegen habe ich meinen Ausweg... ist ja nicht wahr. So, dann ist das auch fertig. Das ist doch schön. Kohle nehmen wir wieder mit. Mhm. So, ja, Öfen... Cobblestone. So, dann die dann. Also, weil ich das ja jetzt als Problem erkannt habe, könnten wir diesem Problem mal entgegenwirken. Was haltet ihr davon? Damit das hier mal vernünftig wird. Hier nochmal ein Fettelchen setzen. Und hier nochmal ein Fettelchen. Hier nochmal. Und hier nochmal. So, damit ist es doch klar, oder? Dass es da nach oben geht. Verdammte Axt. So. Und hier drin. Genau. Und dann sind wir in diesem Raum. So. Damit wir diesen Gang hier auch finden. Machen wir hier mal so einen Leitfaden rein. Den Raum finden wir wieder. Hoffe ich. So. Dies ist doch schön. So, Leitfaden drin und dann geht's da runter und da geht's hoch. Genau. Hm? Und jetzt müssen wir nur noch... ist so dunkel in der Ecke, dass da was spawnt. Also machen wir da auch wieder eine Fackel hin. Wir haben auch alles rausgekratzt. Was ist hier? Ist auch eine Fackel vonnöten. Ja. Endlich regnet es nicht mehr, beziehungsweise wir hören es nicht mehr. So. Ja. Ja, ihr merkt's. Ich bin heute ein wenig abgespannt. Also werde ich auch nicht so lange aufnehmen. Aber es bringt uns nicht davon ab, uns hier wieder tierisch zu verbranden, schätze ich mal. Ja, wir sind schon höher. Wie man hört, sind wir höher. Und unser Leitfaden. Ach, ist das schön. Da wissen wir gleich wieder, dass wir hier sind. So, den werde ich jetzt auch mal weiterbauen.
Kohle. Oh, holen wir hier die Kohle. Uiuiui, noch raus. Schon der Endermänner hier. Am Hin- und Her-Fäden. Ich würde sagen, das schnellste und einfachste und effektivste, um an Diamanten und die unterste Ebene zu kommen, ist jetzt einfach sich runterzugraben. Also scheiß drauf. Dann mache ich das direkt von oben und gut ist. Alles andere ist jetzt auch irgendwie echt für einen Eimer. Würde ich jetzt mal sagen. So. So. Gut. Naja, dann wird das hier mal markiert. Das ist auch immerhin schon was. Hier haben wir auch markiert. Und dann machen wir es direkt hier und gut ist, also. Weil, ehrlich gesagt, scheiß drauf. So. Dann geht es hier einfach runter und gut ist. Na, welch energetische und spannungsgeladene Musik. Und was sich auch nicht verändert hat, kann ich ja auch mal kurz feststellen und festhalten. Ne? Also was sich nicht verändert hat auf YouTube, sind die Spammer. Da bringt man mal wieder 3 Folgen raus oder 4. Naja, es sind jetzt schon ein paar mehr, aber auf jeden Fall sofort Spam-Kommentare mit ja, hier, du machst das total toll. Daumen nach oben für dein Kram, aber hier like uns auch mal. Diese penetranten Poser, sag ich euch. Penetrante Poser. Mhm. So sind sie. Skelett. Das ist kein Zeichen für irgendwas. Ich schaue einfach nur ein Skelett. Und wir müssen dann gleich mal uns neues Werkzeug craften. Also ich hatte ja angenommen gleich, aber so gleich dachte ich jetzt auch nicht. Aber gut. So. Ja, ist doch besser.
besser, als sich mit 50.000 Spitzhacken und so weiter auszurüsten. Einfach nur das Nötigste mitzunehmen. Dadurch ein bisschen flexibler unterwegs zu sein. Ist echt nicht die schlechteste Methode. Das könnte ich hier noch einsetzen. Naja. Gut, in welcher Ebene bin ich denn jetzt? War das F3? Ja, es war F3. Und bei Y sind wir bei 29. 29. Prost. Jetzt kommen wir hier schon auf die Lava-Ebene. Ja, Wohlfühlmusik, alles in Ordnung, alles schicki, tue ich super gut. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir genau hier an, an diesem wunderbaren Kohleort. Unser Strip, meine Wege auszulegen, weil ich meine, so, na, 29 ist noch ein bisschen hoch, ne? Müssen wir noch ein bisschen tiefer eigentlich gehen. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich kann nicht nur irgendwie hier, weiß ich auch nicht. Das ist, wäre mir echt zu blöde, jetzt hier nur Strip Mine zu gehen. Also ein bisschen, der Auge spielt ja mit, ne? Sobald wir Bedrock finden, sind wir zu tief. Aber es wird schon wieder komplizierter, hier noch Licht reinzukriegen in die ganze Nummer. Ergo sind wir schon ein bisschen tiefer geraten. Also müssen wir jetzt gleich hier etwas besser ausleuchten. Oder auch nicht. 1, 2, 3, 5. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo die Diamantenhöhe war. Da kann ich mal nachgucken gleich. Wo sie die optimale Diamantenhöhe ist. So.
So. Sehr schön. Sehr schön. So, dann werde ich das mal eben nachgucken. Gut, also ich bin schon mal richtig. 15 bis 10. Das ist genau richtig. Ja, dann würde ich sagen, haben wir in dieser Aufnahme ja schon wieder viel geschafft. Werde sie jetzt mal kurz beenden. Mal gucken, wie viele Minuten wir haben. Und ansonsten sehen wir uns sofort wieder, weil ich das zusammenschneiden musste, weil es zu kurz war. Also, wir haben was geschafft. Wir haben einen langen Weg. Da oben kamen wir her. Einen langen Weg nach unten geschlagen, sind jetzt auf Höhe 15, wie man sieht. Und das sollte die optimale Höhe sein, um Diamanten zu finden. Ich höre noch keine Lava, ich höre gar nichts. Und das ist jetzt im Augenblick auch nicht ganz so schlimm. Also werden wir jetzt hier anfangen, auf Höhe des Weges einen geraden Weg zu bauen und dann zu Strip Mine 5 zu jeder Seite. Bis in die nächste Folge und bis bald. Bye bye.